Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. In den letzten Videos habe ich ja oft sehr, sehr viel Negatives über Pixelgun 3D gesprochen. Also wird es heute mal Zeit, dass wir auch mal was Positives hier erzählen. Denn Pixelgun hat ein neues Update rausgebracht. Und ich muss sagen, das ist das geilste Update seit langem und auch gleichzeitig das geilste Event seit langem. Also ja, das werden wir uns heute gemeinsam ansehen. Es ist ein Halloween-Event und da gibt es richtig viel zu holen. Deswegen wird dieses Video heute nur um dieses eine Event gehen, denn es gibt einfach so extremst viel, was es in diesem Event gibt. Denn es gibt erstens mal eine Super-Lotterie, dann gibt es auch noch so ein Special-Event bei der Halloween-Lotterie und dann gibt es auch noch hier diesen Rallys Van, der hier einfach in der Lobby steht. Sowas hat es schon lange nicht mehr gegeben, dass einfach was in der Lobby gestanden ist, mit dem man interagieren kann. Und zwar gibt es bei Rallys Van eine Menge an Sonderangeboten, die richtig, richtig geil sind. Und hier gibt es so viele neue Waffen, die dieses neue Update mit sich gebracht hat. Ja, so ein cooles Update gab es schon lange nicht mehr und so ein Event kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, dass es sowas jemals bei Pixelgun 3D gegeben hat. Schreibt mir doch mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr für ein Event, was für ein Event ihr bis jetzt am besten fandet. So, jetzt habe ich es draußen. Für mich ist es jetzt auf alle Fälle das Halloween-Event und auch die Musik hier im Hintergrund passt irgendwie total gut zu diesem Event. Na gut, wir holen uns jetzt mal alle unsere Preise ab, die wir holen können. Und dann schauen wir auch noch etwas genauer diese Sonderangebote an, die es gibt. Denn da gibt es eine Waffe, die mich besonders interessiert und die werde ich mir auch in den nächsten Videos mal holen. So, aber ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas weitermachen, gehen wir gleich mal in ein Match hinein. Denn wir müssen ja auch was spielen. So, wir spielen natürlich hier Gruseliger Freizeitpark. Hat es vor dem Update nicht gegeben, also hat es schon mal gegeben, dann gab es ihn wieder nicht und jetzt gibt es den wieder. Weil eben Halloween-Event und das finde ich auch cool, dass es ein paar Maps nur bei einem gewissen Event gibt. So wie zum Beispiel die, was ich gut finden würde, wäre, wenn es zum Beispiel die Weihnachtsmaps nur bei den Events geben würde. Vielleicht machen sie das noch, wäre auf alle Fälle eine coole Sache. So, kann ich den hier gleich mal zerstören? Falls ja, war das jetzt ein leichter Kill. War sogar gleich mal tot von oben. Also der laggt hier etwas herum. Ist wohl von seiner Seite, denn alle anderen bewegen sich hier. So, 4 zu 2 finde ich sehr, sehr gut. Wo gehen wir hin? Meine Teamkameraden schießen hier alles von oben klein. Okay, das war mein Kollege, den darf ich natürlich nicht anschießen. So, den haben sie zerstört. Wo gibt es denn hier Gegner? Da ist ein Gegner. Das Problem am Jetpack ist, dass wenn man mal in der Luft ist, so lange braucht, bis man wieder unten ist. Und wenn man dann noch den, den Mech angelegt hat, also den Samurai-Mech, dann kann man auch nicht im Nahkampf spielen. So. Ah, nur im Nahkampf spielen. Und das ist halt dann blöd, wenn man lange braucht, um hier zum Gegner zu kommen. Und falls ihr euch denkt, was das für eine Waffe ist, ist der Vakuumeiser. Den habe ich mir mal jetzt wieder geholt. Fand ich eigentlich mal sehr interessant, hier zu spielen. So, mein Haustier hat irgendjemanden gekillt. Was kann der Vakuumeiser hier? Komm, nein, schade. Na gut, dann wechseln wir hier lieber die Waffe. Ich bin ja sehr, sehr für den Wikinger. Ich mag die Waffe sehr gerne. Oh, es steht 11 zu 10. Ich dachte, unser Team ist hier sehr, sehr gut im Vorsprung. Oh, der spielt mit der Zirkuskanone. Er spielt mit der Zirkuskanone. Oh, ich habe hier irgendjemanden getötet. Aber nicht den, was ich töten wollte. Eigentlich habe ich es auf den mit der Zirkuskanone abgesehen gehabt. So, ich muss hier unbedingt die Waffe wechseln. Mit der Waffe kann ich hier zum Beispiel nichts anfangen. Oh, ich habe eine Kill-Unterstützung, obwohl ich nichts gemacht habe. Nice! Und hier hat gerade jemand Hey Danny in den Chat geschrieben. Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich gerade hier noch beschäftigt war mit dem Waffenwechseln. Yes, so Nemesis. Da soll einer sagen, ich treffe die Gegner nicht. Ich meine, ich treffe sie nicht, aber... Aber da haben wir noch einen Doppelkill. Es läuft, Leute, es läuft. So, 17 zu 13. Jetzt haben wir schon sehr auch gut aufgeholt. So, weg mit dem. Und der Doppelsprung geht anscheinend wieder. Der Doppelsprung. Yes, Pixelgun, ihr habt mich erhört. Denn der Doppelsprung ist aus irgendeinem Grund im letzten Update nicht mehr gegangen. Jetzt funktioniert er wieder. Toll. So, da haben wir jetzt schon mal einen Mehrfach-Kill. Jetzt fahren wir ein Programm, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ordentlich ab. Mit dem Wikinger vielleicht den noch zerstören. Aber nein, da wird unser Killstreak hier durch den E-Killer 12Z gestoppt. Aber trotzdem sind wir 6 Kills vorne. Und das finde ich schon ziemlich cool. Da kann man sich fast zurücklehnen und das Ganze hier noch genießen. Aber wir geben natürlich nicht auf. Auch wenn wir vorne sind,
Wir wollen hier immer einen größeren Vorsprung haben. Uah. So. Ich weiß, es ist gerade blöd mit dieser Waffe, mit einer Schrotflinte hier auf die Ferne zu schießen. Aber wir haben den Gegner auch gekillt. Den Water Kuian. Deswegen sehen wir ihn auch hier nicht herumlaufen. So. Ja. Und wie findet ihr dieses Event generell? Ich hoffe, es hat dieses Mal jede Plattform bekommen, das Event. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, Leute, wie ihr das so findet. Ich finde es auf alle Fälle sehr, sehr cool, wie ihr seht. Es gibt so viele zum Entdecken bei diesem Event. Und das motiviert halt auch zum Spielen, um hier sich alle Halloween-Waffen zu holen. Ich würde es auch ganz okay finden, wenn die Waffen dann nach dem Event verschwinden würden. Und dann kann man sie nicht mehr kaufen, bis eben wieder Halloween kommt. Oder ein Event, wo das passen würde. So. 11 Sekunden noch und dann haben wir hier gewonnen. Bro, die gehen alle hier im Squad herum. Jetzt wäre natürlich wieder meine andere besser gewesen. Was? 60 Pokale? 60 Pokale? Wann bekommt man so viel? Yes, ich habe 10 Kills und bin der Beste im Team. Der zweite hat nur 11 Kills, aber nicht so viele Punkte. Seine Kills waren wohl nicht so kreativ wie meine. Aber, yeah. Feier ich auf alle Fälle. So, jetzt gehen wir zurück zum Event, Leute. Und da gibt es so viel. Und ihr seht schon, ich habe einiges an Gold. Und beim Event gibt es ja diese Aktion, also diese Wally's Van, den da hinten steht. Und da gibt es sehr, sehr viele verbilligte Waffen, die hier Gold kosten. Und dann gibt es auch noch diese exklusiven Waffen, die es nur jetzt seit dem Halloween-Event gibt. So wie zum Beispiel den Hexenjäger, den Hexenbesen, Süßes oder Saures, Fledermaus-Zauberspruch, Johnny P., Schädelbogen oder Geisterwaffe. Und das Coole an diesen Waffen ist, ich bekomme die nicht direkt. Okay, jetzt wird es aber dann teuer. Ich bekomme die nicht direkt, sondern man bekommt hier nur 10 Teile oder 175 Teile oder 225 Teile. Um 110 Euro! 110! Okay, ja, es ist cool, dass sie so viele Waffen gebracht haben, aber das ist mal wieder zu teuer. Oder was findet ihr? Das ist halt schon zu teuer. Ja, Lobby-Bundles könnte ich mir auch mal holen, dass ich hier ja meine Lobby auch im Halloween-Stil einrichte. Ich bin ja der Meinung, ich sollte sowieso immer meine Lobby nach den Jahreszeiten anpassen. Denn so ist meine Lobby ja schon ewig lang weg. Wollt ihr mal ein Video, wo ich meine Lobby hier gestalte? Wäre schon cool. So, machen wir hier weiter. Das sind nämlich diese Waffen, die man hier sich holen kann. Ach ja, ich muss ja was ausschließen. Das. Und die 5 Gold schließe ich noch aus. So, und jetzt können wir eigentlich nur noch gute Preise gewinnen. Ja, 5 Teile. So, einmal machen wir gleich noch. Kostet ja nur einen Juwel. 10 Gold. Noch gleich mal. Es wäre natürlich mega nice, wenn wir die 100 Teile. Aber jetzt haben wir wenigstens einen Teil vom Ritual Revolver. Gewehr des Todes. Und ja, im nächsten Video werde ich mir eine Waffe aus dem Angebot holen, denn diese Waffe gibt es anscheinend nur im Angebot. Ich habe sie auch nicht in der Waffenkammer gesehen. Irgendwie, dass ich wüsste, in welchem Segment das Ganze ist. So, 10 Edelsteine finde ich gut. Somit haben wir uns alles wieder zurückgeholt, was wir vorhin ausgegeben haben. Denn es gibt diese eine Waffe hier und zwar heißt die Beast. Und ich weiß nicht, wo diese Waffe dabei ist. Ist eine legendäre Waffe mit einer Effizienz von 31, also gar nicht mal so schlecht. Schießt Raketen, Gift und hat auch Durchschuss. Das ist schon verdammt gut. Zum Beispiel jetzt, wo die ganzen Gegner auf einem Haufen hier rumgelaufen sind. Da kann man schon viel damit anfangen. Aber Leute, ich finde die einfach nicht hier in der Waffenkammer. Denn sie hat ja Effizienz 31. Also müsste sie irgendwo hier sein, wenn sie eine Primärwaffe wäre. Irgendwo hier, wenn sie eine Zusatzwaffe ist. Denn die Waffen werden ja nach Effizienz geordnet. Also muss ich nur oben schauen. Und die hat ja eine Effizienz von 31. So, 6 Teile habe ich hier schon. Nahkampfwaffe ist sie auch nicht. Hier ist das schon mit Effizienz 26. Hier Effizienz 28. Müsste also auch weiter oben sein. Ja, müsste auch hier in den letzten 2 Reihen wo sein. Das gleiche gilt für hier. Ah, nein, da ist sie. Ich habe sie gefunden. Ich war vorhin anscheinend wohl ein blindes Huhn. So, da ist sie. Beast. Ist eine Spezialwaffe. Und Spezialwaffen habe ich ja wirklich momentan nicht viele. Ich glaube, diese Waffe werde ich mir im nächsten Video holen. Was meint ihr, Leute? Schreibt mir das mal bitte unbedingt in die Kommentare, ob ich mir diese Waffe holen soll. Da werde ich, glaube ich, ein Review machen. Ja, bis ans Ende. 16 Tage. Habe ich das dann so lange? Wenn ich sie kaufe, ist sie dann weg? Oder was ist das? Wieso bis ans Ende 16 Tage? Das verstehe ich nicht genau. Oder ist es dann einfach billiger? Ich glaube, es ist nur billiger, oder? Wartet, ich schaue da rein, da sind immer diese Preise durchgeschrieben. Okay, sonst kostet sie 400 Juwelen. Also ich glaube, wir werden uns diese Waffe auf alle Fälle holen. Sie sieht richtig nice aus. Müssen wir uns fast holen, oder was meint ihr? Also ich bin der Meinung, wir müssen uns das holen. So, ich habe jetzt noch VIP, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in einen Kampf. Sonst gibt es, glaube ich, keine anderen Maps, die zum Event passen. Aber eine ist ja schon mal ein guter Anfang. Eine ist mir echt mal ein guter Anfang. Oh, Supermarkt.
Den finde ich neu, oder? Der ist auch neu. Ja, der ist neu. Hm, sollen wir da ein Deathmatch machen? Ja, wir haben ja schon lange kein Deathmatch gespielt, deswegen gehen wir mal in den Supermarkt hinein. Schauen wir, was wir da so anfangen können. Ja, ist auf alle Fälle eine Halloween-Map. Ihr seht schon an den Werbungen oben bei der Map. Und ja, es sieht sehr nach Halloween aus. So, wo kann ich denn da raus? Hm, neue Maps. Finde ich cool. Ich finde ja momentan Pixelgun 3D hat zu viele Maps. Es sollte wirklich so rotieren, dass nicht immer alle Maps spielbar sind. Das würde das Ganze interessanter machen. Oder dass man immer zufällig auf eine Map gerankt wird. Das würde das Ganze schon mega, mega interessant machen. Meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, wie ihr das meint. So, nochmal. Wo haben wir den Gegner? Wer schießt hier auf uns? Du bist es also. Können wir dich mit dem... Yes, da haben wir noch einen Kill. Dreifach Kill. Wir sind momentan Dritter. Nein, das gefällt mir gar nicht, was du da magst. Ja, der wird mich jetzt killen. Aber dahinter wäre ein Gegner gewesen. Ich hoffe, ich bekomme hier einen, wenigstens einen, ja, einen Zusatzkill, also einen, fällt mir den Namen nicht ein. Yes! Der müsste halt jetzt auch schon bald fallen, oder? Yes, Mecha-Kill! Plus 40 Punkte! Es geht ja auch um die Punkte. Es geht ja auch um die Punkte. Und da haben wir auch noch eine Revanche. Gleichzeitig bekommen. Komm schon, geht rauf. Yes, nein, das war eine Kill-Unterstützung. So, yes, da haben wir einen Kopfschuss. 40, also 40 Punkte, wir sind Zweiter momentan. Wir sind momentan Zweiter. Ich weiß nicht, was mit seinem Sturmhammer vorhat. Aber okay, na gut. Ja, ich finde die Waffe, also den Vampir, nein, Wikinger, einfach mega, mega gut. So will ich Vampir sagen. Vampir ist eine andere Waffe. Ich mag die richtig gerne. Ihr merkt schon, die macht richtig viel Schaden. Und man muss nicht so extrem gut ziehen können, wie es bei anderen Waffen der Fall ist. Yes, Mecha-Kill. Er sieht mich nicht, das ist das Gute dran. Er sieht mich gerade nicht. So, wenigstens ein Haustier-Kill. Ist da jemand unsichtbar? Ist da... Oh, da sind gerade sehr, sehr viele Menschen. Ah, sehr, sehr viele Spieler. Yep. Yep. Ah, den habe ich jetzt nicht getroffen. Der war vorher schon weg. So, ah, verdammt. Zweiter bin ich. Ich will Erster werden. Wie viel muss ich noch killen, damit ich Erster werde? Oh, ich bin Dritter. Ja, da habe ich wenigstens meine Rache. Und den Kopfschuss habe ich auch. Den Kopfschuss habe ich auch. Kopfschuss habe ich auch. Aber da habe ich dieser... Mech gekillt. So, da geht's rein. Aber ich finde die Map gar nicht so schlecht. Erinnert mich irgendwie vom Aufbau her an das Labor. Mit den ganzen Regalen, die es hier gibt. Nur es hat halt nicht diesen Platz, wo man hier gegen alle in der Mitte dann antreten kann. Also Mecha-Kill läuft auf alle Fälle bei mir. Trotzdem wurde ich gekillt. Ich wollte jetzt den Drachen noch schießen. Aber ich hoffe, ich werde Zweiter. Yes! Yeah, Leute! Wir sind Zweiter geworden. Wir bekommen 33 Pokale. Nicht so schlecht. Sind damit auf Platz 8 im Turnier aufgestiegen. Ja, auf Platz 1 hätten wir wirklich noch sehr, sehr viele Kills gebraucht. Deswegen, ich war eigentlich schon gut. Und jetzt können wir auch noch eine Truhe öffnen. Wir können noch eine weitere Truhe hier im Event öffnen. Und das machen wir jetzt gleich mal sofort. Wo haben wir denn die Truhen denn? Wo haben wir sie? Da oben sind sie im Event versteckt. Ja, öffnen für 5 machen wir natürlich. Ich weiß nicht, ich öffne immer diese kleinen Truhen. Die großen sind mir zu teuer und ich glaube, die Preise sind nicht so viel besser. Wir bekommen einen Schädelbogen, einen Seil. Nice. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt sehr, sehr viele Waffen, wo man Teile sammeln kann. Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich feiere es auf alle Fälle. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für sehr Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, macht's gut und haut rein, Leute. Haut rein und habt einen schönen Tag. Ciao.